Diesem Mann gelingt einfach alles. In der Liebe, im Beruf, im Freundeskreis. Sein Erfolgsrezept? Dickpics. Viele Leute fragen sich, warum verschicken Männer Dickpics? Ganz einfach, es funktioniert. Ja, eigentlich hatte ich das Interesse schon verloren. Aber dann hat er mir unaufgefordert eine verwackelte Nahaufnahme seines erregierten Prügels geschickt und da war ich hin und weg. Und mit so einer intimen und einfühlsamen Geste gewinnt man die Frauen. Auf unserer Weltreise habe ich dann um ihre Hand angehalten. Das war Marokko. Ah, Island. Bali. Und hier habe ich ihn vom Eiffelturm rausgeholt. Den Ring. Nachdem Frauen ihm durchweg positives Feedback auf seine erotischen Fotos gaben, versuchte es Stefan Ebert auch in anderen Lebensbereichen mit Dickpics. Es hat lange gedauert, bis ich die richtige Stelle gefunden habe. Und dann habe ich angefangen, Dickpics auf meinen Lebenslauf zu packen. Und dann hat es geklappt. Und jetzt werde ich jedes Mal befördert, wenn ich ein neues rumschicke. Eine Methode, aufgrund der sich Stefan immer wieder Exhibitionismusvorwürfen stellen muss. Dem würde ich ganz klar widersprechen. Es ist wohl ein Unterschied, ob ich einer Frau ungefragt mein Ding ins Gesicht halte oder ob ich eine Frau ungefragt mein Ding ins Gesicht halte. Oder? Ja. Dickpics. Rücksichtsloses Ausleben der männlichen Triebhaftigkeit? Oder doch der letzte Garant für Erfolg? Ich möchte die Latte nicht zu hoch legen, aber ich würde mich gerne mit einem Schwanzfoto von mir fürs Amt des Präsidenten der USA bewerben. Stefan Ebert, ein kleiner Mann kommt groß heraus. Es ist wohl ein Unterschied, ob ich einer Frau ungefragt mein Ding ins Gesicht halte oder ob ich einer Frau ungefragt mein Ding ins Gesicht halte. Das eine ist, um Macht darzustellen, das andere, um zu beeindrucken. Freundschaften zu schließen, jemandem näher zu kommen, etwas Intimes von sich zu präsentieren, zu sagen, hallo, hier bin ich. Das andere ist fies, penetrierend. Das ist einfühlsam, geht gut rein,